Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, in der letzten Folge haben wir die Textilfabrik, ohne dass sie sich gemeldet hat, mit Wolle versorgt. Um den einfachen Grund, dass wir die Wolle mal weg haben bei den Ställen, weil es ist jetzt schon eine enorme Menge an Wolle. Das muss man eigentlich schon so sagen. Ne? Hier haben wir 38.000 Liter gehabt, dann waren es glaube ich nur 44.000 Liter vom Schlachter. Das sind einfach Massen, die wir jetzt eben da wegbringen mussten. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass hier die Bodendaten nicht mehr vorhanden waren. Ihr auf Feld 8 und ich trotzdem angesät habe. Das heißt, es fehlt jetzt an Dünger auf Feld 8. Aber gut, so ist das nun mal. Wer wird blockiert? Der 1050 wird blockiert. Hat er sich wahrscheinlich irgendwo wieder in den Graben reingefahren. Oh, der Kollege. Und hier bin ich jetzt noch am Hin und Her überlegen mit der Schlachterei. Wie ich das jetzt am intelligentesten lösen könnte. So, machen wir erstmal hier aus. Arbeit beendet. Und da muss dann eben zur 39 fahren. So, wird blockiert. Ja, okay. Nicht ganz in den Graben gefahren. Nicht ganz. Aber halt so ungefähr, ne? Aber da wird jetzt reinfahren. Da wird jetzt in den Graben reinfahren. Das ist Fakt. So. Würde ich sagen, fahren wir das Abwasser mal noch schnell in das Klärwerk. Fahren wir es halt außen vorbei. Ne? Das hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Wir sehen auch, ich habe das gerade eben im Vehicle Inspector gesehen, dass eben der McCormick eben schon den Drescher abtankt. Habe schon so gedacht, na? Cool. Und in dem Moment sehe ich dann den JCB auf den Hof fahren. In dem Fall klappt das doch nicht, wie ich mir das gedacht habe, mit der Menge an Abfahrern. Weil der ist ja schon bei 87% der McCormick. Relativ viel. Aber wir bringen auf jeden Fall wieder Abwasser ins Klärwerk. Kann er hier nochmal ein bisschen arbeiten. Halt auch die Frage, ob wir die Gülle noch füllen sollen. Aber wenn ich mir eben die Gülle an unserem Hof angucke, wie viel das noch ist, dann sage ich ein ganz klares Ja. Gülle füllen. Kartonage können wir fahren. Wir können so viel fahren, das ist echt Wahnsinn. Da, der lädt jetzt ab das Häckselgut und der andere... 53, der fährt schon hier hoch. Warum fährt denn der schon hier hoch? Naja. Das heißt, du musst vielleicht nochmal in die Einstellungen gucken. So, nicht Herbizid, Abwasser hätte ich, vielen Dank. So. Ja gut, der muss jetzt ganz kurz warten, der Vario. Ich will jetzt erst schnell die paar Liter Silage noch in den Kuhstall fahren. Und bin auch gerade im Überlegen, ob ich noch einmal laden soll am Silo. Am Lager. Obwohl, ne, das wächst ja schon, ne? Das könnte passen.
Das könnte passen. Lass mit den hier auf dem Grünstreifen stehen. Der ist hier angekommen. Ja, das ist gut. Suchen wir uns natürlich den Kurs raus. Den haben wir schon, den Spritzkurs. Zum Glück. Erster Wegpunkt und tschüss. Na gut, das hätte ich vielleicht auch schon am Anfang machen können, ne? Sei es drum. So, der LKW, den habe ich natürlich gerade laufen lassen. Ja, das bisschen Sprit, was wir da jetzt verblasen haben, ist, glaube ich, egal. Hab mir auch überlegt, ob ich nicht schon mal eine Düngemission starten soll. So nebenbei. So ein klein bisschen Nebeneinkommen nochmal zu generieren. Aber ich glaube, das lassen wir. Obwohl. Eigentlich schlecht wäre es ja nicht. Oh, hier schön mit dem Zentrallager hier an der Seite. Ist auch nicht schlecht. Also haben wir schon das Abwasser. Haben auch wieder fast 500.000 Liter Abwasser aus dem Separator geholt. Also der hat uns schon ordentlich Abwasser gebracht, obwohl wir ja ja, den nicht wirklich stark befüllen, ne? Aber gut, sei es drum. Jetzt holen wir uns erstmal hier die ganze Wolle ab. Da sind wir auch schon mal wieder ein bisschen was gespawnt. Weil ich hier eben kein keine Paletten drin stehen habe, denn das sind zum Glück nur 24.000 Liter. Also es wird weniger. Ja, aber sozusagen auch nicht mehr lange, ne? Natürlich auch sagen, wir lagern Kartonage aus, machen einmal den Ding hier voll. Ein Trailer, ja, halt nur so eine Seite und füllen damit oben mal die ganzen Obstplantagen. Ja, das wäre vielleicht auch ein Plan. So wieder so oft eine Sirene jetzt am Werk. Warum, weiß ich auch nicht. Da sind wir es aber mutig reingefahren. Sage ich jetzt mal. So, 24.000 Liter. Obwohl, wir haben noch ein bisschen Platz. Haben wir noch ein bisschen Platz in unserer Produktion hier mit Wolle. Also geht's ja noch. Was natürlich vielleicht auch wäre, Lavendel anzubauen für die Ölmühle oder Sojabohnen. Das oder das. Also ich habe so viele Ideen gerade im Kopf, was ich ansehen könnte. Das ist echt nicht mehr normal, nicht mehr feierlich. Aber gut. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal hoch, stelle die Paletten wieder in den Trigger vom Schafstall. Okay, also wir haben es auf jeden Fall rechtzeitig geschafft, die Paletten hochzuliefern, ohne dass hier
wieder zwischendurch wieder was gespawnt ist. So, jetzt machen wir das gute Stück hier aus. Und der 1050 hat hier die Arbeit beendet. Ja, der kennt sich natürlich auch auf Feld 8 aus. Ah, der hat natürlich auch gerne den Walzkurs auf Feld 8 gemacht. Dann sind wir hier fertig. Feld 8 muss noch gewalzt werden. Könnte man vielleicht auch gerade versuchen zu düngen. Das mache ich jetzt auch. Ich hole einfach mal den Trecker. Den kleinen New Holland. Dann fahren wir hier hin und schauen wir mal, ob wir das düngen können. Ah, das ist... Oh, ja, speichern. So, hier muss ich hin, dann hier hin. Sind wir schon im New Holland. Ja, müssen wir natürlich erst wieder aktivieren, bevor wir es umschalten können. Anhängen, bevor wir es umschalten können. Macht ja auch Sinn. So. Wie wär's mit... Machen wir mal Zuckerrohr mal. Na gut, dann haben wir zweimal gehäckselt hintereinander auf dem gleichen Feld. Auch nicht so cool. Ah, ich bin echt... Nein, wir lassen Dinkel. Wir haben ja noch Feld 19. Wir dann sagen können, so, komm hier, sie. Dann einfach auf die beiden Maisfelder, wo ich jetzt eigentlich festgelegt habe, mal mit den Sonnenblumen. Wäre dann eigentlich egal. Können wir ja theoretisch so machen. Jetzt kommen sich die gegenseitig in die Quere. Und der Häcksler fährt nicht mehr. Na, da gucken wir gleich mal, was da los ist. Erstmal stellen wir hier auf Automatik um. Weil wenn wir das jetzt gerade düngen können, ich glaube, dann wäre das am besten, wenn wir das direkt erledigen, weil ansonsten vergesse ich es. Ich kenne mich Pappenheimer eben. Ich fahre jetzt hier trotzdem einmal ganz kurz rein und aktiviere und ja. Ja, das können wir machen. Okay, das heißt, wir warten, bis hier gewalzt ist und dann werden wir hier düngen. Na, dann haben wir das ja auch schon wieder geschafft. So, Kurs 8, düngen. 42 Meter haben wir natürlich. Erster Wegpunkt und jetzt schauen wir mal, was da unten los ist. Was ist denn da unten los? So, schauen wir mal. Hä, wo fährst du hin? Drescher anfahren. Ja, okay, fahren halt so ganz komisch an. Ist okay, mach was du denkst, mach was du denkst. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit erntereifen Feldern? Von der NPCs haben wir eigentlich nur die 58 und die 68 erntereif. Und da ist... Hopfen drauf beides, ne? Dass uns das keiner nimmt. Hätte ich einfach gesagt, wir nehmen einfach beide Felder an. Und die Düngeaufträge. Unkraut bekämpfen mit dem Striegel. Das wäre vielleicht auch was, ne? Da können wir hier auch so ganz locker, flockig, entspannt nebenher ein bisschen Geld verdienen. Okay, das läuft jetzt wieder. Sehr schön.
Freut mich. Was haben wir denn? Verkaufen? Wasser? Nee, können wir nicht. September ist auch wieder so ein schlimmer Monat zum Verkaufen. Gibt's einfach nichts aktuell von uns, was wir verkaufen könnten. So, 13 Hopfen. Also 2 und 3, eventuell dann Sonnenblumen. Die 12 Hopfen. Roggen können wir rauslöschen. Gerste, Weizen, Dinkel. Und dann haben wir natürlich noch die 19. Eintrag hinzufügen. Das wäre dann die 19. Und da machen wir dann einfach Sorghumhirse drauf. So, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, alle Felder eingetragen, wo wir auch bepflanzt haben. Jetzt haben wir auch schon ein gutes Stück geschafft vom Weizen ansehen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Der ist auch schon hier ordentlich am Walzen. Das können wir dann hier gut beobachten. Okay, gut, jetzt eigentlich weniger. Der ist erst hier runtergefahren, fährt dann einmal hier unten lang und fährt dann hier wieder hoch. Okay. Das Feld ist soweit fertig. Das Feld ist gespritzt. Und das Feld ist gespritzt. Hier die beiden sollen wir dann Sonnenblumen machen. Hopfen. Hopfen. Genau. Hier oben die 35 ist dann nachher Zuckerrüben. Eigentlich ein schön kleines Feld. Auf der 36 müsste er, glaube ich, noch drauf sein. Genau, auf der 36. Die haben ja auch noch die 36. Haben wir auch noch. Genau, haben wir sonst noch irgendein Feld übersehen, was ich jetzt vergessen habe? Nö, ne? Aber ich will das jetzt hier oben noch einmal ausprobieren mit der Straße. Ob ich die ausblenden kann. Ja. Die kann ich ausblenden und dann wahrscheinlich diese Reflektor-Dinger wahrscheinlich auch. Oder nicht, weil die eben keine Kollision haben. Ne, die haben keine Kollision. Aber eben die Straße kann ich ausblenden. Das ist, glaube ich, mit Shift und H. Ja, mit Shift und H. Ich sag's mal so, ich glaube, es wird mich nicht stören. Aber das wird mich stören. Ist das danach, kann ich das auch wegblenden? Nee. Ja gut, dann wird das halt so bleiben. Mit Kollision, die wird da halt umfahren. Aber zumindest ist dann die Straße weg und ich kann das hier auch zusammenlegen. Weil hier hast du schon relativ viel Grünfläche da zwischendrin. Zum hierüber die Sojabohnen. Naja, wir werden es dann sehen, wie es dann nachher genau aussieht. Hier sind ja auch Sojabohnen drauf. Aber gut, ich würde sagen, ich fange hier mal nebenbei noch mal an, ein bisschen. Nee, ich habe noch genug Arbeit zu tun. Hier zum Beispiel Abwasser fahren. Nur zum Beispiel. Abwasser fahren. Könnte man ja machen. Wie viel Gülle haben wir denn eigentlich jetzt im Kuhstall? Milch nur noch 900.000. Oh. Gülle 1,7 Millionen. Ich glaube, ich fülle. Ich will dann mal lieber das Klärwerk noch mit Gülle. Zumindest ein bisschen. Also nicht viel. Muss ja nicht viel sein. Und bin auch im Überlegen, ob wir die Düngeherstellung zumindest mal eine Stufe nach oben holen. Also auf Level 2. Ich glaube, das machen wir auch, dass wir einfach ein bisschen mehr Gülle und ein bisschen mehr Mist so wegbekommen. Weil davon haben wir schon enorm viel. Ah, das mache ich jetzt auch gerade. Ich hole jetzt die Düngeherstellung
holen wir jetzt eine Stufe nach oben. So, upgraden. Zack, sind sie abgegradet. Und jetzt wird sie wahrscheinlich sich auch gleich melden. Ne? 1,2 Millionen Liter Mist passen jetzt rein. 1,2 Millionen Liter Gülle. 1,2 Millionen Liter Gärreste. Das wird wahrscheinlich das Problem werden. Kompost denke ich nicht. Wasser definitiv auch nicht. Aber gut, ja, eben sie meldet sich. Sie hätte gerne in einem Tag und 5 Stunden Mist. Das wird sie auch bekommen, definitiv. Einmal drehen. Wir laden gerade das Wasser. Oh, kann man gerade hier reinfahren. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.